Mahlzeit Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Vaporesso Drizzle Kit. Das ist ein reines Einsteigermodell mit einem fest verbauten Akku. Ich halte das mal in die Kamera. Machen wir mal kurz ein bisschen Zoom. So. Na, will er? Doch, jetzt hat er. Ja, ist nichts Großartiges, Spektakuläres. Hier ist der Anschluss fürs Ladekabel. Feuerbutton. Könnt ihr auch abschalten mit einem 5-Klick und dann auch, glaube ich, gleich wieder anschalten. Wie gesagt, 1000 mA. Der Tank oben drauf ist ein 1,8 Milliliter Tank. Obere Airflow, also kein Siffen, hat 13 Watt ungefähr, 15 Watt so um den Dreh. Liegt bei 1,4 Ohm der Kopf, der Coil, der drin sind. Das sind EUC Coils. Das sind ganz günstige Coils sein. Die gibt es in 11er Pack oder in 10er Pack. Ja, was soll ich sagen? Das ist ein Anfängergerät. Ist mehr so ein Backendampfverdampfer. Also ich hatte das jetzt, was ich gerade gezogen habe am Anfang. Ich kann nochmal ziehen. Jetzt machen wir hier mal zurück. Bei mir ist das Problem, ich habe jetzt eine 80-20 Base drin gemacht und das ist für den einfach zu dickflüssig. Also man kann es dampfen, nur halt der Geschmack kommt nicht so rüber. Man sollte 50-50 sollte man nehmen. Ist einfach besser vom Geschmack her, weil der Geschmack besser abliefert dann. Aber es funktioniert. Ja, was soll ich noch zu dem sagen? Er ist sehr klein, also ich vergleiche mal mit der VT 250 von DNA von HCR. Ja, das komplette Ding ist, da könnte man noch als Verdampfer oben drauf schrauben. Ne? Also sehr klein, passt hier in die Tasche. Wer mit dem Rauchen aufhören will, ist eine super Alternative, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist halt mehr für die Backendampfer, ja, die auf dieses komplett sofort zur Lunge, Sub-Oben-Geschichte gar nicht drauf klarkommen. Ja, so klein, handlich, kostet nicht viel, liegt bei 25 US-Dollar, also umgerechnet, was sind das, 24 Euro umgedreht. In Deutschland wahrscheinlich ein bisschen Aufschlag mehr. Ja, macht Spaß, niedlich. Gucken wir mal in die Verpackung, was alles dabei ist. Gucken wir uns erstmal die Verpackung an. Ich zoome nochmal ran. Das ist die Verpackung. Steht nicht viel bei. Was haben wir in der Verpackung alles drin? Gucken wir mal rein. In dem Drizzle Kit. Einmal die Beschreibung. Ich gucke mal eben nach, ob da auch... Ach, guck mal, hier ist eine komplette Anleitung auch bei, wie ihr die Köpfe einsetzt und alles auf Englisch. Also ich jetzt wirklich auf Englisch. Gucken wir mal weiter, was wir noch an Sprachen haben. Englisch, Englisch, Englisch. So, Russisch. Aber kein Deutsch. Gut, gucken wir mal weiter. Ein Ersatzkopf, das denke ich mal ist der Keramikkoil. Also die haben einmal einen Kleptenkoil von 1,4 Ohm drin und das ist der Ersatz, das wird der Keramikkoil sein mit 1,3 Ohm. Den habe ich aber noch nicht ausprobiert, werde ich auch erstmal nicht. So, was haben wir hier noch? Was haben wir hier? Garantiekarte. Über Erklärung über die Keramikcoils und noch mal ein Warning, was man nicht alles damit machen soll. So, hoppala, fällt mir schon wieder hin. Das ist heute hier, ne? Und ein USB-Ladekabel. Das ist ja schön, das ist so schön ummantelt noch mal. Also es ist schön. Kann man auch alles andere mit benutzen. So, ja, was soll ich sagen? Schnelles Video, das war's schon wieder.
Ja, schön weiterdampfen. Bis zum nächsten Mal. Thank you.